beim letzten Sonntag hast du dich leider beim Spiel schwer verletzt. Kannst du da etwas Aufklärung geben? Ja gut, ich habe beim Spiel habe ich leider mein Knie verdreht und dabei ist die Kniescheibe rausgesprungen und jetzt im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass eben das Innenband Teil abgerissen ist und jetzt muss eben das Gewebe wieder um die Kniescheibe wieder besser zusammenwachsen und dann schätzen sie, dass ich in 2-3 Monaten wieder einsteigen kann. Wie schwer wirft dich das jetzt zurück? Eigentlich gar nicht. Ich habe ja nochmal Glück im Unglück gehabt. Nach dem ersten Schrecken und den ersten Verdacht haben sie ja gedacht, dass ich einen Kreuzbandriss habe. Das hat sich zum Glück widerlegt und somit freue ich mich auch mal auf eine längere Pause, was ich schon ziemlich lange nicht mehr habe. Nutze die Zeit eben auf die neue Runde, mich vorzubereiten und dann kann ich wieder voll einsteigen. Kannst du da auch Näheres dazu sagen, wie du die Zeit nutzen möchtest? Ja, wir haben ja dadurch, dass ich ja jetzt die Co-Trainerstelle übernommen habe mit meinem Bruder zusammen, haben wir ja noch viel drumherum, was den Kader entspricht. Wir wollen einiges Neues einführen und da ist einfach viel Arbeit da, wo wir drumherum viele Gespräche führen müssen, viele neue dazu gewinnen wollen und von dem her ist da genug Arbeit für uns. Also dann ist es ja fast nützlich gewesen, diese Verletzung. Fast. Ja, nützlich nie. Als Fußballer will man immer auf dem Platz stehen. Aber klar, wie gesagt, die Zeit kann ich jetzt ganz gut nutzen. Freue mich dann auf die nächste Saison, dass ich da wieder voll einsteigen kann. Aber eurer langen Verletztenliste hat es ja jetzt auch nicht gut getan. Ja, das ist nett. Wir haben ziemlich viele Verletzte heute. Seht man auch, wir gehen auf dem Zahnfleisch. Wir hatten heute einen A-Jugend-Spieler wieder dabei, haben gerade einen 14-Mann-Kader. Aber trotz allem seht man, dass die Truppe sich weiterhin reinhängt. Sie wollen trotzdem nichts herschenken, jedes Spiel gewinnen. Und heute muss man wieder sagen, bin ich echt stolz auf die Truppe. Ja, kommen wir zum heutigen Spiel. Wie hast du es gesehen? Ich muss sagen, Reichenbach hat die erste Halbzeit sehr gut angefangen, hat das Spiel im Griff gehabt. Wir haben dann durch etwas Glück das Tor aus dem Nichts gemacht, eigentlich kann man sagen. Und zweite Halbzeit sind wir dann besser reingekommen. Wir haben dann offensiver gespielt, hatten dann mehrere gute Möglichkeiten, sind dann auch, haben dann erhöht. Reichenbach ist trotzdem wieder gut zurückgekommen und schlussendlich war es dann nach dem 3-1 erledigt. Da hat man gesehen, dass bei Reichenbach einfach irgendwo vielleicht der Wurm ein bisschen drin ist, die Sicherheit fehlt und dann hat man auch gesehen zum Schluss, dass sie sich teilweise aufgegeben haben. Was die Chancenverteilung angeht, war ja das Plus wahrscheinlich auch deutlich auf Seiten Reitenbachs, natürlich vor allem vor dem Tor. Würdest du von daher aus sagen, dass der Sieg glücklich war? Ja, auf jeden Fall war der Sieg glücklich. Wie gesagt, Reichenbach hat klare Spielanteile gehabt, hat die besseren Chancen gehabt. Der letzte Ball hat bei ihnen so ein bisschen gefehlt. Da haben wir echt nochmal immer wieder in letzter Sekunde klären können, haben das defensiv ganz gut gemacht. Und dann muss man halt sagen, haben wir die Nadelstiche nach vorne super ausgenutzt und eben die 3 Tore gemacht. Was konntet ihr besonders gut machen, damit es heute einen Sieg gibt? Ja, unser Ziel war ganz klar, dass wir defensiv gut stehen und dann über die Konter, über unsere schnelle Außen, dass wir da in die Spitze kommen. Deswegen auch Marco Straub vorne drin, der gut die Bälle halten kann, Daniel Bär und Kevin Laschuk auf Außen, die die Schnelligkeit ausnutzen können. Und das haben die Jungs da vorne drin auch super gemacht. Was ich persönlich beobachten konnte, ist, dass eure Konter sehr schnell ablaufen. Ist das eine Stärke von Durlach Aue? Ja, das auf jeden Fall. Das ist schon immer, also seit ich hier bin, jetzt seit 3 Jahren, ist das absolute Spiel von Thomas Kies. Der will immer, dass man defensiv sehr kompakt steht, was wir echt gut machen im Moment, auch durch ihn, durch seine Hilfe wieder, dass er selber spielt. Und dann ist das einfach unser Spiel, schnell nach vorne, über Konter, über unsere schnellen Außen und das zeichnet uns auch aus. Für deine Mannschaft geht es jetzt weiter am Mittwoch gegen Schwetzingen. Was wird das für ein Spiel und wie geht es darüber hinaus für euch weiter? Ja, es ist wieder ein Heimspiel. Wir wollen auf jeden Fall die Punkte wieder da lassen. Leider, Nico Gericke ist noch ein Spiel gesperrt. Er darf erst am Samstag dann in Lauda wieder einsteigen. Und wir wollen einfach gucken, soweit es geht, noch die Punkte einzusammeln und einen schönen Abschluss auch für unseren langjährigen Trainer Thomas Kies zu absolvieren. Uwe, ich danke dir vielmals für das Interview. Dankeschön.